Welche Werbeplattform für dich die beste ist, beziehungsweise welche es überhaupt gibt für dich, das werden wir uns heute einmal anschauen. Viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir heute wieder den Saad Chamo zur Seite geholt und wir werden heute über das Thema Werbeplattform sprechen. Denn ja, du hast vielleicht schon mitbekommen, es gibt jetzt einige Werbeplattformen, die da draußen ja existieren. Du kannst quasi zwischen allen frei wählen. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was mache ich zuerst? Was ja, sollte ich machen? Klar, es gibt darauf keine konkrete Antwort, sondern wenn man alles richtig machen will, macht man eine Mischung aus allem irgendwo. Es ist aber relativ kompliziert. Das heißt, wir wollen dir heute halt mal so ein bisschen an die Hand geben, was gibt es überhaupt für Werbeplattformen, wo es sinnvoll ist, am Anfang Geld reinzustecken, weil das macht auch nicht bei jeder Plattform Sinn. Und was solltest du überhaupt für welchen Weg nutzen? So, und das Erste, was ich dir da auf jeden Fall mal mitgeben möchte, das sind so die Suchnetzwerke, die klassischen. Google, in dem Falle auch YouTube. Das heißt, alles, wo ich quasi Suchbegriffe eingebe und Ergebnisse ausgespuckt bekomme. Das ist ja, wie gesagt, bei Google und YouTube ist es einmal in einem normalen Format und einmal über Videos. Und das sind Netzwerke, die sind vielleicht nicht unbedingt für den direkten Anfang gedacht, sondern vielleicht so eher ein Step 2 oder 3, weil es halt ja erfahrungsgemäß ein bisschen mehr Geld kostet, dort erfolgreich Werbung zu machen. Aber grundsätzlich sind das schon gute Wege, wenn du halt ja dein Marketingmix erweitern möchtest. So, und vor allem, wenn du Produkte hast, die schon nachgefragt werden. Ja, das heißt, wenn du jetzt eine Küche zum Beispiel verkaufst oder Terrassendächer verkaufst, das sind Dinge, die sehr gut über Google zum Beispiel funktionieren. Wenn du ein Produkt hast, was ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, ja, dann kannst du dir auch natürlich Werbeplätze bei YouTube einkaufen, weil dann gibt es vielleicht zu diesen Produkten schon Erklärvideos. Ist auch im Industriebereich ganz interessant, wenn es da wirklich spezifische Videos gibt, die 200, 300 Aufrufe vielleicht haben, hast du einen günstigen Werbeplatz. Aber ein sehr spezifisches Video, wo du weißt, okay, jede Person, die sich das anguckt, die wird auch irgendwo mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung interagieren müssen. Es geht gar nicht anders. So, und das sind so Überlegungen, die musst du dir halt machen, wenn es um Suchnetzwerke geht. Da gibt es natürlich auch andere Netzwerke, von mir aus Yahoo oder sowas, aber wenn man wirklich da Werbung machen möchte, ist natürlich Google oder YouTube der erste Weg. Wie gesagt, besser in Step Nummer 2, weil Step Nummer 1 wird mein Kollege gleich was zu sagen. Und wenn es eben dort Wege gibt, dann kannst du es natürlich auch gerne machen. So, und wie mein Kollege schon gesagt hat, das ist so eher der zweite Step. Im ersten Step sollte man eher auf so klassische Social Media, die auch etwas kostengünstiger sind in der Werbung, also Facebook, Instagram, TikTok etc. Ja, hier hast du einfach eine massive Chance, sehr, sehr viele Menschen schnell zu erreichen mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt. Hier kannst du ein bisschen leichter das Ganze grafisch auch darstellen. Gerade Produkte, wo du denkst oder wo es nötig ist, vielleicht auch erstmal die Dienstleistung oder das Produkt besser zu zeigen, erstmal visuell. Hier empfehlen wir auch immer wieder in unseren Gesprächen Facebook, Instagram und so weiter. Das andere ist natürlich, wenn du sagst, wo sollte ich schalten, wenn ich da eine gewisse Zielgruppe erreichen will bezüglich des Alters. Also generell ist das nicht mehr wie früher, dass man sagen kann, ja, besonders Jüngere sind nur noch auf TikTok oder besonders Jüngere, Ältere sind nur noch auf Facebook. Das ist schon ziemlich gemischt mittlerweile. Klar gibt es einige Tendenzen. Wenn ich jetzt persönlich den nächsten Kunden, der mich fragen würde, der sagt, der möchte eine Azubi-Kampagne machen, dann würden wir auch schon eher sagen, ja, geh mal ein bisschen mehr Richtung TikTok, weil die ganz junge Zielgruppe dort ist. Wenn also im Personalbereich eher so Jobs für gestandene Menschen sind, dann eher Instagram und wenn wirklich ein bisschen auch älteres Publikum, weil Facebook ist halt, auch wenn viele Jüngere Facebook haben, ist es schon so, dass viele aus der alten Generation immer noch Facebook nutzen, weil die es einfach kennen und für neuere, ja, sagen wir mal, Social Media Plattformen vielleicht noch nicht so ganz affin sind oder eher beim Alten bleiben, da würden wir schon sagen Facebook. Also du siehst, man kann nie sagen, dass es die richtige ist. Es gibt Tendenzen, aber so die perfekte eine Plattform für meine Zielgruppe, die wirst du nicht finden. Das ist dann immer wieder von der Kampagne abhängig. Was genau willst du in dieser Kampagne vermitteln und welche von diesen Zielgruppen willst du alles ansprechen? Also wenn es auch nicht nur die eine ist, sondern mehrere. Und darüber informieren wir natürlich auch in unseren Beratungsgesprächen. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst und mit Werbung anfangen willst, wo soll ich zuerst schalten? Dann buch dir gerne ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Da werden wir genau auf diese Themen eingehen mit dir. Aber dann bis dahin.